Flexfolie, Bügelfolie, Iron-On, Turbofolie, S-Folie, Effektfolie, Designfolie, Mask, Stickerfolie, Aufkleberfolie, Vinylfolie, Effektfolie. Es gibt so viele Namen, die uns im Bereich des Schneideplotters, Plottens entgegengeworfen werden. Und oft ist man ganz am Anfang da ein bisschen überfordert. Ich räume mein Büro heute auf, beziehungsweise den Folienteil meines Büros, und werde euch die drei großen, wichtigen Bausteine mal so ein bisschen näher bringen, euch zeigen, was es alles gibt, ob man das braucht, ob man das nicht braucht und wie man die auseinanderhalten kann. Schnappt euch eine Tasse Tee oder Kaffee, lehnt euch zurück und schaut mir beim Aufräumen zu. Das ist nämlich am einfachsten, dauert vielleicht ein bisschen länger, aber so habt ihr einen großen Teil schon mal gesehen und wisst vielleicht, wie ihr eure Folien sortieren könnt, wie ihr sie aufbewahren könnt und vor allem, welche Folien es überhaupt gibt. Lasst uns sofort anfangen. Ich nehme mir mal einen Stift und jetzt schreiben wir mal die drei großen Oberbegriffe auf. Flexfolie. Flexfolie ist Bügelfolie, Iron-On, Heat Transfer Foil, Polyturboflex, alles was mit Hitze der Presse oder dem Bügeleisen auf ein Textil aufgebracht wird. Ich muss jetzt gleich wieder revidieren, weil es ist nicht nur das Textil. Man kann es auch auf Holz bügeln, das nicht behandelt ist. Man kann es auch auf Papier aufbügeln und. Aber jetzt sagen wir mal den großen Begriff Flexfolie bzw. Bügelfolie, Iron-On, sagt ja das Ganze schon so ein bisschen aus. Ist alles, was mit Hitze aktiviert wird. Auf den Folien ist eine Schicht enthalten, die eben ein Textilkleber ist, der Gott sei Dank aber halt auch auf anderen Untergründen hält, aber vorzugsweise, oder dafür wurde es produziert, auf Textil, da ist ein Textilkleber drauf, dieser wird durch Hitze aktiviert. Erster Punkt. Das ist alles, was hier jetzt gleich reinkommt, alles rund ums Aufpressen. Dann haben wir Vinylfolie. Vinylfolie ist Stickerfolie, Aufkleberfolie. Da muss nichts aktiviert werden, die klebt. Die klebt überall. Also wenn man entgittert hat und man hat einen Teil auf den Boden geschmissen, klebt es an den Füßen. Alles, was irgendwie Aufkleberfolie ist. Aber auch da gibt es verschiedene. Es gibt welche, die sind flauschig, es gibt welche, die werden leuchten, wenn es dunkel ist und. Also da gibt es viele verschiedene. Dann haben wir den nächsten Baustein, die Effektfolien. Effektfolien können jede Menge Sachen sein. Da gibt es wunderschöne Folien, die, wenn man Licht hinten dran hält, so bunte Punkte von sich geben. Es gibt Tattoofolien, das heißt, die macht man oft, kann man auf die Haut machen. Auch super auf Glas, aber solche Sachen meine ich da damit. Also da gibt es Effektfolien, die eben für andere Sachen gedacht sind. Bei den Vinylfolien werden wir auch mal so ein bisschen gucken. Da gibt es ja auch nicht nur welche, die einfach nur kleben, sondern auch welche, die man abrubbeln kann, alles Mögliche. Deswegen habe ich mir gedacht, das wird sehr viel. Wir räumen hier auf und es gibt natürlich noch wesentlich mehr als die, die ich habe, weil ich natürlich auch nicht immer alles dazu kaufe. Vieles ist noch aus Plottemarie-Zeiten, was einfach noch da ist, was ich genutzt habe oder viel nutze oder wenig nutze. Ich erzähle euch zu jeder Folie, die ich jetzt in die Hand nehme, weil ich habe hier so ein bisschen was, und dann, was man mit denen zum Beispiel auch noch machen kann. Meine größeren Folien, also alles, was höher oder länger ist als A4, habe ich in solchen Eimern drin. Hier, da sieht es auch noch hier an der Seite. Ich finde es super praktisch, man kann das Ganze super abnehmen und hier reinmachen. Und wie ihr seht, also das sind jetzt beides, das sind Vinylfolien als auch Flexfolien, meine sexy Schuhe wieder. Das außenrum, um das zu halten, sind diese Clipsarmbänder übrigens. Die sind sau cool und super praktisch. Die sind hier drin. Diese Folie brauche ich dann auch, um euch was zu erzählen. Und hier habe ich so ein bisschen auch Effektfolie drin, deswegen nehme ich sie mit. Es gibt ja beispielsweise diese tolle Folie, die man an die Wand statisch klebt, die dann Regenbogen verursachen und so Zeug. Ne? Und das sind zum Beispiel diese hier, das sind Effektfolien. Auch die kann man mit dem Plotter schneiden. Diese hier. Das läuft dann unter Effektfolie. Nur, dass ihr euch so ein bisschen vorstellen könnt, was wir heute alles machen. Und das ist für jetzt, da gibt es im 10er-Pack ganz günstig. Da halte ich meine Meterware quasi zusammen.
Ja, dann lasst uns starten. Ich kann ja nicht einmal sagen, wir starten mit Folienart 1, weil bei mir das natürlich alles auch gerne immer ein bisschen durcheinander gewürfelt wird. Deswegen mache ich erstmal zwei Häufchen, um zu gucken, was ich hier so alles habe. Ich habe mir hier zwei Folien gerade genommen, habe sie sofort auf die eine Seite gesteckt, auf den Vinylaufkleberfolienhaufen. Woran habe ich das gesehen? Vinylfolie hat oft einen Papierträger und eine glänzende oder eine matte, ich mag matte Vinylfolie lieber, eine Oberseite. Wenn du dir ganz unsicher bist oder wenn ihr euch unsicher seid, hebt es mit dem Entgitterhaken ein Stück hoch und dann gibt es eine ganz einfache Methode. Klebt, also die Folie klebt, der Träger klebt nicht, das ist eine Aufkleberfolie. Die könnt ihr dann schneiden, irgendwo aufkleben, auf Glas, aufs Fenster, auf eine Acrylscheibe, was auch immer. Seht ihr das? Nein, hängt da hinten nämlich. Also kann ich das schon mal ganz schnell auf meinen Stapel für die Aufkleberfolie machen. Das ist hier genau das Gleiche. Sehe ich hinten wieder, ist Papier. Manchmal steht sogar hinten drauf. Genau. So, weiter geht's. Jetzt habe ich hier eine glitzernde Folie. Hinten ist so ein bisschen gummiartig, ist relativ dick. Ich denke, es ist eine Flexfolie. Ich weiß, es ist eine Flexfolie. Ziehe das ein Stück ab und kann das nämlich richtig schön sehen. Obendrauf ist eine Übertragungsfolie oder eine Transferfolie. Dann kommt eine nicht klebende, das haben wir das ja gerade gehabt, eine nicht klebende Glitzerfolie. Und hinten dran, das ist das, was durch Hitze aktiviert wird. Warum ist eigentlich diese Folie dran? Diese Folie ist super praktisch. Wenn wir mit dem Plotter nämlich filigrane Motive schneiden, wie jetzt zum Beispiel Eva, würden wir das mit der Vinylfolie schneiden, haben wir ein E, ein V und ein A auf diesem Papier oder auf diesem Träger, wenn er geschnitten ist. Hier haben wir Eva komplett zusammen auf diesem Träger gehalten, um es dann auf ein Textil aufzubringen. Das heißt, die Kunst ist das Ganze, die Folie so zu schneiden, dass der Träger natürlich heile ganz am Stück bleibt. Dann kann ich entgittern, das heißt das wegnehmen, was ich nicht haben möchte. Und dann bleibt zum Schluss Eva stehen und ich muss es nicht einzeln mit drei Buchstaben irgendwo hintragen. Also wir haben hier eine Glitzerfolie, die ist relativ dick, aber sehr cool. Kann man ganz tolle Sachen damit machen, auch hier das Gleiche wieder. Man sieht, hinten ist, von hinten wird geschnitten. Es ist die Folie an sich, klebt nicht, glitzert aber wunderschön. Der Träger klebt, also eine Flexfolie. Da können wir das super schön unterscheiden. Da haben wir wieder so eine, die ist hinten matt, vorne glänzend. Das Glänzende ist durch diesen Träger, der eben so schön glänzt. Sind wir uns nicht sicher, heben wir wirklich einfach mal an der Ecke an. Tut euch noch nicht weh, ich piek's mich so gern mit meinem. Aber macht es wirklich mal, um es einfach mal auszuprobieren. Ihr seht, hier ist die Folie. Klebt nicht, Träger klebt, ist eine Flexfolie. Ich mache gleich mal noch ein neues Häufchen. Dann haben wir jetzt hier was Buntiges. Das ist wunderschön und bunt. Hinten matt, beziehungsweise hinten ist eben nichts, ist sehr dünn. Na, könnte, keine Ahnung, also gehen wir mal mit dem Hook an die Ecke. Also ist nach wie vor auch eine Flexfolie. Hier haben wir wieder die Folie an sich. Die klebt nicht, hinten drauf. Schön dünn, die Schicht, die sich durch die Hitze aktiviert, die eben dann mit dem Textil, Holz, Papier, Leinwand, was auch immer sich verbindet. Und der Träger, der klebt, der natürlich kleben muss, um das Ganze zusammenzuhalten. Das ist ein bisschen ein schöner Vorteil von den Flexfolien, deswegen nehme ich bei Holz auch manchmal wirklich lieber eine Flexfolie, weil beim Entgittern bei Vinyl es halt manchmal ein bisschen schwieriger ist. Ja, um die Vinylfolie, Aufkleberfolie, Stickerfolie auf ein Glas zu bringen, gibt es bzw. braucht man immer eine Übertragungsfolie. Das ist quasi das, was hier schon inklusive ist. Die wird nach dem Entgittern oder am besten schon vor dem Entgittern auf die Folie aufgebracht. Warum? Also nach dem Schneiden natürlich. Weil ich dann entgittern kann auf einem klebenden Untergrund, so wie bei der Flexfolie. Weil wenn die ganz, ganz kleine, feine Buchstaben haben, ist es schwierig, das Ganze auf einem nicht klebenden Träger zu halten. Und so kann ich mir mit der Übertragungsfolie ein bisschen helfen. Was habe ich hier? Eine Flexfolie, dann habe ich Papier, Träger, dann ist es eine Vinylfolie, 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 Vinylfolie. Dann habe ich
wieder mal eine schöne glitzernde. Ja, kommen wir doch schon mal dem Ganzen ein bisschen näher. So, dann fangen wir mal an. Ich habe sogar hier gerade einen Ordner vor mir stehen. Was habe ich hier noch? Nochmal eine schöne Glitzerfolie. Das ist Mega-Glitter. Sehr, sehr bunt. Die da kann man zum Beispiel auch wunderbar sublimieren. Sublimation auf Baumwoll-T-Shirts. Ich trage am liebsten Baumwolle. Hält nicht. Also Sublimation ist ja wieder eine neue Geschichte oder eine Zusatzgeschichte in dieser ganzen Welt des Plottens. Man kann ja wesentlich mehr noch hinzufügen. Sublimation beispielsweise auf Tassen und auf T-Shirts funktioniert immer nur, wenn man einen Kunststoff- oder einen Polyesteranteil hat. Hat man ja auf Baumwoll-T-Shirts nicht. Wenn man aber eine Glitzer- oder eine Mega-Glitterfolie hat oder eine große eine Glitzerfolie hat, diese kann man sublimieren. Das heißt, man macht im ersten Schritt die Glitzerfolie drauf und im zweiten Schritt das gespiegelte Motiv dann oben drüber mit Sublimation. Ist schon echt eine coole Geschichte. Also das kann man echt tolle Sachen machen. Jetzt habe ich hier eine, die ist auch sehr, sehr dünn. Auch hier wieder, ich weiß es, ich will es euch aber zeigen. Das meistgesuchte in diesem Haus ist der Endgitterhaken. Auch hier wieder piekst. Oh, die ist wunderschön dünn. Das ist, glaube ich, Duometallic. Hier ist ein Stück Folie, die nicht klebt, und eine Trägerfolie, die klebt. Also weiß ich, das ist Folie. So, ich habe meine Folien in solchen Fächermappen drin. Ich habe die beschriftet, da steht dann oben drauf, Glitzer-Megafunk beispielsweise. Ihr könnt Glitzerfolie draufschreiben oder gemischt. Also Glitzerfolien habe ich viele, weil ich sie einfach gerne mag. Dann könnt ihr sie innen drin noch nach Farbe sortieren, bin ich zu faul für. Und da packe ich alles rein, was irgendwie glitzert. Ja. Wunderbar, das Ding ist schon kaputt, weil es schon so alt ist. Ist mir wurscht. Dann machen wir mal weiter. Was haben wir hier? Boah, das sind aber auch wieder Folien zwischendrin. Das ist eine Vinylfolie. Da habe ich, die kam auf Rolle. Ich habe es jetzt gerade gemacht. Wenn ich die dann schneiden werde, muss ich sie noch festrakeln. Das finde ich manchmal an den gerollten Folien ziemlich blöd. Ich mag A4 oder glatt lieber, dass dann eben solche Dinge entstehen. Aber manchmal geht es nicht anders. Jetzt haben wir hier auch total cool. Das sind jetzt alles Bügelfolien, alles was irgendwie mit Hitze ist. Das sind sogenannte, das sind Opalfolien. Also bei Plottermarie heißen sie Opale, gibt es verschiedene Namen bei verschiedenen Herstellern. Das ist das, was uns halt auch oft verwirrt, dass eine Folienart von einem Hersteller XY heißt und dann bei allen anderen Händlern kriegt sie einen eigenen Namen, was uns natürlich dann verwirrt. Aber da blicken wir dann schon irgendwann einmal durch. Eine Opalfolie ist total spannend, weil es drei Folien oder zwei Folienarten vereint. Man hat auf der einen Seite das Glitzer drin und auf der anderen Seite so ein bisschen das Hologramm. Hologrammfolien zeige ich euch gleich noch. Also es ist, so eine Paarung. Bei solchen Folien, die aus mehreren Schichten bestehen, ist es oft ratsam, Doppelschnitt zu machen, also zweimal zu schneiden. Wer so eine Opal schon mal geschnitten hat, weiß das. Nach einmal schneiden entgittert man und stellt fest, da ist irgendwie noch eine Schicht drauf. Von daher, gerade wenn man weiß, die ist ein bisschen fester, ist es ratsam, zweimal zu schneiden. Ist ganz cool. Aber ist starr. Also ich, ist jetzt sowas, was ich nie auf einem dünnen Pullover machen würde, sondern dann eher auf einem Kapuzenpullover oder sowas. Was habe ich hier? Dann gibt es eben diese Silikonfolien. Die gibt es in verschiedenen Dicken. Die sind matt und auch... ja, die gibt es eben auch ein bisschen dicker, das ist auch ganz spannend. Wer schon mal Folien entgittert hat, das empfehle ich auch jedem, auch mal eine andere Marke auszuprobieren. Ich finde gerade beim Entgittern, bei filigranen Motiven, merkt man die absoluten Qualitätsunterschiede. Und ich kaufe lieber eine Marke, die wirklich qualitativ hochwertig ist, als beim Entgittern dann einen am Apfel zu kriegen. Das ist eine Silikonfolie, die ist dann auch matt im Press, nach dem Pressen. Das ist eine 100er, die ist ganz dünn. Kann man auch ganz gut unterscheiden, die reißen anders. Die Flexfolien, die wir vorhin hatten, also die habt gesehen, die ist abgerissen. Auch die Risskante, Schnittstelle ist schön durchgerissen. Ich will gerade mal gucken, wo ich da vorhin dran rumgepummelt habe. Hier.
Das ist jetzt eine Flex. Eine, ja, das ist jetzt eine Flex. Das sind ja alles Bügelfolien. Aber da seht ihr, die zieht sich jetzt nicht wie ein Kaugummi, aber reißt anders. Na, die dehnt sich erst, bevor sie reißt. Also daran merkt man schon mal einen großen Unterschied. Ich würde gerade, wenn ich mal eine Zusatzfolie bestelle, ihr habt es vorhin gesehen, ich habe auf manchen dann Aufkleber drauf. Ihr könnt auf diesen glänzenden Seiten einfach mit einem Edding unten was aufschreiben. Dann könnt ihr euch auch merken, was ihr da gekauft habt. Silikon ist cool, fühlt sich auf dem T-Shirt sehr, sehr interessant an. Ich habe in den Livestreams immer gesagt, das hat so ein bisschen was von Dildo. Ich komme hier gerade zu den nächsten UV-Folien. UV-Folien, auch wieder, ja, ihr seht, es ist eine weiße, sieht auch weiß aus. Das ist so eine bügel-hitzeaktivierende Folie, die ein bisschen fies ist. Ich habe da schon, weil sie ja weiß aussieht, es ist dunkel hier drin, da habe ich schon T-Shirts für den Fußball gemacht und habe sie wieder zurückbekommen, weil sie sich rosa verfärbt haben. Also das sind die, wenn man raus in die Sonne geht, die Farbe bekommen. Deswegen, das sind auch so Sachen, wo ich mir dann auch lieber draufschreibe, dass es hellblau ist. Sehr, sehr spannend, aber das passiert euch auch nur einmal. Was habe ich hier sonst noch? Das ist auch eine Silikon. Dann haben wir hier die, die finde ich auch sehr, sehr spannend. Das sind solche, das sind alles besondere Design-Effekte. Aurora heißt die, glaube ich. Gibt schon echt coole Sachen. Nein. Aber das sind alles, also solltet ihr die bei euch rumfliegen haben und nicht wissen, was ihr damit machen sollt, das ist alles Hitze. Habe ich irgendwas, was hier liegt, was da rein muss? Nein. So, dann gibt es eine Folienart, die ich total mag, am allerliebsten im Winter, Herbst, Winter, beziehungsweise auf Holz. Und das ist Flockfolie. Ich würde ja gerne sagen, dass Flockfolie nur mit Hitze aktivieren ist. Ist aber nicht so. Es gibt mittlerweile auch schon Vinyl, also Aufkleberfolien, die diese Oberfläche haben. Flockfolie ist wirklich eine Folie, die sogar in einer Florhöhe gemessen wird. Das heißt, es ist wie so ein kleiner Flauscheteppich. Zieht sie ab. Und dann könnt ihr. Ne, also es ist im Gegensatz zu den anderen, ist die florig, flauschig. Hält extrem gut auf Holz. Mag ich total. Tue ich jetzt aber mal weg, weil die klebt nicht so gut zum Träger. Beim Entgittern schon, aber wenn sie mal abgezogen ist, nicht. So, Flock habe ich hier nichts zu wegräumen. Dann haben wir das. Was haben wir da? Das ist auch noch. Also Aufkleber. Da haben wir noch was Schönes. Was ist das? Da habe ich, glaube ich, aber auch schon immer schief gelegen. Ich würde ja sagen, dass es eine Flex ist. Also eine schwarze Flex ist. Es könnte aber auch sein. Ja, das dürfte so gut alles sein. Ich zeige euch jetzt mal, warum ich das sage. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Gibt es eine Folie, die ist echt cool. Aber da muss man auch wach sein. Folgende. Damit verwechsel ich die gerne. Folgende. Und zwar, ich ziehe die mal ein Stück ab. Aber auch das bestellt ihr nicht versehentlich. Ich mache mal hier, nein, das nicht. Ich mache mal das an. Dann sage ich ihm, dass er bitte immer blitzen soll. Und dann machen wir Folgendes. Finger weg. Seht ihr das kleine Stück? Ich ziehe es mal ein Stück weiter ab, ich habe jede Menge da davon. Foto. Blitz. Seht ihr es besser? Das ist eine Blackbow-Folie. Super coole Geschichte. Wieder festrakeln. Ich soll mich wieder benutzen. So. Kann man auch wieder mit Hitze aufbringen. Gibt es auch in Weiß. Auch sehr cool. Also nicht sichtbar. Das heißt, du hast ein weißes T-Shirt an, schreibst drauf, ich liebe dich.
plottest es drauf und es ist nicht nur bei Blitz, sondern auch bei so einem seitlichen Lichteinfall echt lustig. Und dann ist es langsam sichtbar. Das ist schon eine coole Geschichte, aber manchmal verwechsel ich die und schmeiße zu schwarz dazu. Und dann stehe ich da und ja. So, große Oberbegriffe. Die hatten wir vorhin schon. Diese Metallic-Folien. Diese Folien heißen Duo Metallic, weil sie bei Einmalpressen sehr cool glänzen. Bei Zweimalpressen werden sie matt. Total cool. Also die mag ich super gerne, weil sie auch extrem dünn sind. Also gerade für dünne Textilien sehr, sehr gut geeignet. Dann die typischen holographischen, das muss man mögen oder auch nicht. Und das gepaart mit Glitzer ist ungefähr das Opal, was ich euch vorhin gezeigt habe. Was haben wir hier sonst noch? Es gibt so viele. Dann Edelmetallic, das heißt, es sind welche, die ein schönes metallisches Finish haben. Und dann kommen beispielsweise auch solche, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind Glitzerglatt. Glatte Glitzerfolien. Das heißt, viele mögen das ja nicht, wenn die Folien so rau sind. Also diese Glitzerpartikel spürt man bei der anderen schon. Diese hier beispielsweise ist ganz glatt. Da hört ihr kein Gekruschel. Die ist ganz glatt. Und soweit ich mich erinnere, ist ja schon 3 Tage her, ist die auch reflektierend. War das jetzt an oder nicht? Gib mir meinen Blitz, Blitz ein. Die waren doch auch reflektierend, ne? Ja. Also wer beispielsweise sein Kind oder sich selbst ein bisschen schützen möchte, es gibt Reflektorfolien, die sind relativ dick. Meistens gibt es ja nur so ein, zwei Farben. Diese kann man auch auf Mützen machen und dann oder auf Schirme. Und dann sind sie nicht nur so, dass sie eben nicht glitzern. Also ich sag toll, die Farbe. Das sind wirklich schöne Sachen. Dass sie nicht nur nicht kruspeln, also nicht nur von der Haptik her körnig sind, sondern die ist glatt und sie sind noch reflektierend dazu. Habe ich jetzt auch gerade keine da, ist nachtleuchtend, das heißt, machst du jetzt auch einen Schlafanzug und es leuchtet dann, wenn es dunkel wird, gibt es alles Mögliche. Was habe ich hier? Ah, da war, das habe ich jetzt zufällig gesehen in meinem Licht. Das war eine Blackbow, das heißt so eine, die eben bei Lichteinstrahlung oder Blitzlicht leuchtet. Was habe ich denn hier noch so? Das sind die einfarbigen, das ist cool. Und hier habe ich eine extra Mappe für die Designfolie. Aber das ist keine Designfolie, das ist auch keine Designfolie. Gibt es jede Menge wunderschöne Designfolien. Also da könnt ihr euch austoben ohne Ende. Und da kommen die jetzt auch dazu. Designfolien sind eigentlich meine Lieblingsfolien, weil sie aus einem relativ simplen Motiv ohne großen Aufwand richtig was rausholen. So, das haben wir jetzt auch. Vinyl. Das ist auch Vinyl. Da habe ich hier so meine Restekoffer. Das ist eigentlich, ja, das. Da ist jede Menge drin, können wir relativ schnell zuordnen. Das ist eine Vinyl. Quatsch, das ist eine Glitzer, eine Mega-Glitzer. Hinten matt, hat einen gummiartigen Träger. Das heißt, hier vorne ist die Trägerfolie drauf. Das ist die Übertragungsfolie. Ich spüre einfach gleich, dass es eine Mega-Glitzer ist. Da habe ich. So könnt ihr nämlich auch die Teststreifen einfacher zuordnen. Hebt sie mal ein Stück an. Die ist jetzt ein bisschen dicker, das merkt man schon. Also so ein bisschen mehr Stand hat der schon. Ist eine Flockfolie. Am Eck ein Stück angehoben, wisst ihr, was es ist. Da ist jetzt eine Vinylfolie, merke ich. Hat einen Papierträger, ist eine Aufkleberfolie. Lasse ich aber trotzdem hier alles mit drin. Das ist so mein Sammelsurium an allem, was klein ist. Das war jetzt ein Stück von der Meterware. Das packe ich in mein großes mit rein. Was habe ich hier noch gefunden? Oh, eine spannende Aufkleberfolie. Kommen wir zu meinem letzten und wichtigsten Pack im Bügelfolienbereich. Das ist ein
eine Sammlung aller meiner einfarbigen Bügelfolien. Flex S und Co. Das heißt, Flex S sage ich, weil es Stahlsfolien sind und so werden die bei Plottermarie genannt. Ich habe die von Anfang an gerne benutzt, lassen sich super entgittern, aber da muss jeder selber wissen, was er nimmt. Ich sage immer, probiert einfach verschiedene Marken aus und mit dem, wo ihr gut zurechtkommt, das nutzt ihr dann. Da hatte ich mal angefangen, das Ganze so ein bisschen nach Farbe zu sortieren. Ich habe das Ganze dann aber relativ schnell aufgegeben, aber es geht eigentlich. Ich habe hier so Gelbtöne, alles was so rund um Gelb ist, dass ich mich einfach ein bisschen schöner orientieren kann. Grau ist vorne, das weiß ich. Schwarz ist vorne, wobei ich Schwarz und Weiß als Meterware habe. Dann habe ich Gold. Dürfte hinten sein, genau. Ich sogar mal stimmt, was ich sage. Grau ist wieder ganz vorne. Und beige. Grau. Und beige. Und so kann ich mich da schön durchorientieren, wenn ich jetzt mal was Grünes habe. Es gibt ja viele, viele Grüntöne. Es gibt viele, viele Rosatöne. Und so weiter. Die sind ganz dünn. Sind einfarbig fürs mehrfarbige Plotten super geeignet. Mag ich. So, das heißt, jetzt haben wir hier den Aufkleberteil. Ich kann den ersten Teil schon wieder unten reinräumen. Meine einfarbigen. Hier habe ich alles, was Design ist. Das heißt, Designfolien, bunte Folien. Bunte Folien, da müsst ihr einfach immer mal gucken. Man kann nicht gleich sagen, das ist so aufzubringen, das ist so aufzubringen. Je dicker, desto länger. Und es steht immer dabei. Also wenn ihr die Folien kauft, es gibt für die verschiedenen Hersteller oder Firmen Schnitteinstellungslisten, wo dann dabei steht, so und so lange kalt abziehen oder warm abziehen. Und da könnt ihr euch super dran orientieren. Aber ich weiß es mittlerweile, ich habe bei meinem Flex S 3 Sekunden, 160 Grad, warm abziehen. Designfolien sind 10 Sekunden, kalt abziehen. Aber ich sage immer, probiert es einfach mal selber aus. Zieht es einfach mal ab, wenn es warm ist. Und dann seht ihr, also nicht so, sondern langsam anheben. Dann seht ihr, oh, ist noch nicht fest. Warte ich noch mal ein bisschen. Also so, es ist immer schöner, wenn man sich so selbst ein bisschen an das Material rantastet. Fasst es an, spürt, wie dick es ist. Guckt, wie sich es beim Schneiden verhält. Gerade die Megaglitter, da sieht man die Schnittkanten null. Da gibt es eben Möglichkeiten, mit Licht, mit einer Taschenlampe zu arbeiten. Oder man lässt sich es vorzeichnen. Also erst zeichnen auf dem Plotte, also auf der Folie von hinten und dann entgittern. Also da gibt es so viele Tipps und Möglichkeiten. Aber damit versorgen euch andere. Ich mache das immer dann, wenn es eben notwendig ist. Päuschen. Als nächstes kommen die, also es gibt im Bereich Bügelfolie, Flexfolie, Turbofolie, gibt wesentlich mehr. Wie gesagt, leuchten im Dunkeln, weiß ich nicht, haben irgendwelche Partikel noch mit drauf. Ich habe die natürlich nicht alle, weil vieles passt zu mir nicht. Ich habe zwei Buben, die sich mit einfarbigen Sachen, wenn überhaupt, zufrieden geben. Als ich angefangen habe, waren die 3 und 6, da fanden sie das noch total toll. Ich selbst für mich nehme am liebsten einfarbige, kombiniert mal ein bisschen mit Glitzer und dementsprechend ist meine Auswahl, die ich euch beim Aufräumen heute zeige, halt auch nicht so riesig. Glitzerfolien habe ich so viele, weil ich sie total gerne, ich zeige es euch mal, auch auf Leinwänden benutze. Hier, wie das zum Beispiel. Das ist auf einer Leinwand. Na, das ist eine außenrum, das ist Strukturpaste. Aber das ist eine Glitzerfolie. Sie sieht so super cool aus. Ich mag das total gerne. Und hier zum Beispiel habe ich das gemischt mit einer Flockfolie, auch auf einer Leinwand. Habe ich hier irgendwas mit Glitzer auf? Ich muss danach wahrscheinlich das Zimmer aufräumen. Hier zum Beispiel haben wir die Metallic auf einem Kunstledertäschchen. Also nur weil ich gesagt habe, ist für Textil, heißt es nicht, dass es auf Textil unbedingt gemacht werden muss. Alles, was einen schönen Untergrund hat, hier zum Beispiel Flock auf Holz. Ja? Ich will euch das, warte mal, ich habe es draußen gesehen vorhin, das sind die Bilder, die ich noch aufhängen möchte.
Das sind immer die Bilder, die zu Weihnachten wieder ausgepackt werden. Das ist jetzt die Strukturpaste. Aber das zum Beispiel ist alles Flock auf Leinwand. Die kommen wie jedes Jahr wieder in die Küche. Also nur weil ich sage, es ist eine Textilfolie, heißt es nicht, dass es nur auf Textil gemacht wird. So, packen wir das wieder mal zurück. Ich versuche das bei den Primies auch immer dazu zu sagen, auch wenn es euch jetzt vielleicht nervt, aber wenn ich es nicht gleich wegräume, räume ich es gar nicht mehr auf. So, nächster Punkt, Vinylfolien, Aufkleberfolien, Stickerfolien und alles, was klebt und rundherum im Bereich der Ich-klebe-dich-auf-Folie ist. Beispielsweise so. Oder so, das ist alles aufgeklebt, kann auch wieder runtergekletzelt werden, so sage ich da immer ganz gerne, also ihr könnt es wieder runterpeken. Was du mit einer gebügelten Folie im besten Fall nicht mehr machen kannst. Gleich geht's weiter. So, lasst uns jetzt über Vinylfolien, Aufkleberfolien, Stickerfolien sprechen. Im Gegensatz zu den Folien, die ich euch vorher gezeigt habe, werden die nicht mit Hitze aktiviert. Die werden aufgeklebt. Na, ihr seht es hier zum Beispiel. Ich könnte das jetzt auch abziehen, wenn ich wollen würde. Mach ich aber nicht. Und da könnt ihr auch super gut erkennen, dass es verschiedene Arten von Vinylfolien gibt. Und zwar die, wo man nichts durchsieht und die, wo man vielleicht doch was durchsieht. Die Effekt-Vinylfolien und zum Beispiel eben auch welche wie bei Flexfolien auch, die nachts leuchten, die flauschig sind, die eine besondere Haptik haben, die glitzern, die bunt sind und so weiter und so weiter. Ich habe zwei verschiedene Mappen. Einmal die von den einfarbigen. Ich liebe es, wenn es nicht stimmt, was ich erzähle. Das ist nämlich auch so eine tolle Vinylfolie. Da sind alle meine einfarbigen Vinylfolien drin. Die gibt es in glatt und in glänzend, in matt und in glänzend. Ich persönlich mag matt ganz gerne. Das ist aber wirklich eine Geschmackssache. Ich schneide die, die ich habe, die sind von Retrama mit Messer 1, Druck 9 bis 10, je nachdem, wie das Messer ist. Das heißt, die werden schön so geschnitten, dass der Träger, also der Papierträger unten, nicht verletzt wird. Das ist vom Entgittern her für mich die beste Einstellung. Jetzt gucken wir mal, was habe ich hier zum Wegräumen? Eine Effekt-Vinylfolie, die halt extrem funkelt. Die packe ich hier auch gleich mal wieder rein. Auch eine, was habe ich denn da unten drin? Da gibt es verschiedene. Was habe ich hier eben? Diese extrem bunten. Dann habe ich, ja, die wollte ich euch zeigen. Ich glaube, wenn euch das besser ist. Dann gibt es welche, die glitzern, dann gibt es welche, die glitzern und ein bisschen durchscheinen. Dann gibt es eben die, was haben wir hier, die bunten. Na, auch echt cool, wirklich bunte mit Motiven drauf, wie die Designfolien eben auch für die Flex, für die hitzeaktivierende Geschichte. Dann haben wir hier welche, die flockig sind, also florig. Kann ich das hier nämlich schon mal sortieren. Das kommt alles hier rein. Und dann zeige ich euch mal die, die ich hier so ein bisschen rausgelassen habe. Das da ist nämlich die, die hier ist. Die nennt sich, ich glaube, Frosted Ice, Ice Frost. Die ist leicht glitzernd und durchscheinend. Die gibt es auch in Weiß. Und das sieht super cool aus, so ein bisschen wie geätzt. Für alle, die keinen Bock haben auf Ätzen, mit dem Plotter bzw. Ätzpaste einfach abschreckt. Für die ist das super cool. Ich glaube, dass diese hier eine das ist so eine ganz durchscheinende, ne? Ohne Glitzer. Ich wollte mal gucken. Ich hatte nämlich auch solche Folien da, die die klebt aber auch. Die statisch waren. Das heißt, für Fenster, ich mache zum Beispiel für meine Freundin Alex immer Beklebungen fürs Fenster, für ihren, für den, was soll ich euch zeigen,
Beklebungen für den Friseursalon. Und da sind natürlich statische Folien. Hat jetzt nichts mit Vinylfolie zu tun, rutscht schon eher wieder in die Effektfoliengeschichte rein. Die schneidet man ganz normal, wie eine Vinylfolie auch. Darf halt, muss halt was Zusammenhängendes sein, also keine kleinen einzelnen Punkte, beispielsweise ganz viele Sterne jetzt für Weihnachten. Und die muss sie dann, wenn Weihnachten rum ist, nicht irgendwo wieder aufkleben bzw. abfuddeln, sondern die kann sie einfach abziehen, weil die statisch hält, also aufgrund der aufgrund dieser Oberflächenspannung. Das sind auch Vinylfolien, aber eher als Effekt zu sehen. Die könnt ihr nämlich beispielsweise auch wo drüber kleben. Haben so einen Effekt. Und damit könnt ihr quasi andere Vinylfolien beziehen. Sprich, ihr klebt es auf eine normale blaue und dann sind da blaue Herzchen drauf. Das ist eine coole Geschichte. Das sind auch eher so Sonderdingens. Dann habe ich hier noch welche, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Solche metallischen. Es gibt jede Menge. Woran erkenne ich die? Immer noch daran, dass ich sie abziehe. Und dann klebt der hintere Teil. Zeige ich euch nochmal. Ich ziehe es ein Stück ab. Und hier klebt die Folie und nicht der Träger. Träger hinten schneidet man von oben, nicht gespiegelt. Und um euch vollends zu verwirren, ich bin ja auch so ein bisschen der Daniel Düsentrieb, wer beispielsweise eine Folie hat im Bereich der Flexfolien, also was mit Hitze aufzubringen ist, kann auch Folgendes machen. Habe ich auch schon gemacht. Kann, muss nicht, kann. Das hier, seht ihr im unteren Bereich, ist eine Vinylfolie. Auf die habe ich mit 130 Grad eine Glitzerfunkelfolie obendrauf gepresst. Geht auch. Und da kann ich jetzt beispielsweise, das habe ich letztes oder vorletztes Jahr gemacht, mit den Handstanzen lauter Sternchen ausstanzen. Ich kann es auch mit dem Plotter schneiden. Beispielsweise, dann kann ich diese Glitzersterne überall draufkleben. Auch das ist machbar. Das ist so ein bisschen EMB Prime intern Ausprobierkram. Aber es funktioniert. Wenn ihr jetzt keine Hologramm-Vinylfolie da habt, habt aber 300 Flex, könnt ihr das zum Beispiel auf eine Etikettenfolie oben drauf pressen oder auf eine Vinylfolie, die euch überhaupt nicht gefällt. Wichtig, ihr müsst die Schnitteinstellung addieren. Das heißt, ihr habt einmal die Glitzereinstellung plus die Vinyleinstellung. Das heißt, Messer 2 und Messer 1 ergibt Messer 3. Druck ordentlich. Ne? Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Wir sind ja schließlich nicht aus Zucker. Für Vinylfolien braucht ihr immer, außer ihr habt wirklich nur ein Herz oder einen Stern oder irgendwas Zusammenhängendes, Übertragungsfolien. Das ist das, was bei den hitzeaktivierenden Folien ja immer schon drauf ist und das ein bisschen zusammenhält. Das ist beispielsweise diese hier, die gibt es auch in 100 Varianten. Ich nehme immer gern die, weil die eine gute Klebkraft hat, aber nicht zu gut. Also das heißt, sie pappt nicht so arg an der Folie dran, dass ich sie ganz schwer wieder runter bekomme. Sollte ich jetzt was machen mit einer Etikettenfolie beispielsweise und ich möchte nicht, dass die zerreißt, dann mache ich mir das vorher immer ein paar Mal auf mein T-Shirt und dann ist die Klebkraft somit reduziert. Schauen wir gerade mal, was ich hier noch so an Vinyl da habe. Nichts, was ich euch zeigen muss. Dann können wir jetzt wunderbar, nein, wir wechseln noch nicht zu den kompletten Effektfolien. Ich zeige euch hier mal so ein bisschen, was es an Vinylaufkleberfolien so gibt, was ich hier noch so rumfliege habe. Es gibt von Silhouette jede Menge Extrafolien, so Fensterfolien beispielsweise. Das ist alles so für die Print-and-Cut-Geschichte, das heißt, es wird vorher bedruckt und dann geschnitten. Das ist zum Beispiel eine, die eben statisch ist. Das ist so eine Fensterfolie, die statisch ist. Dann Etikettenfolien. Ich liebe ja billige Prepa-Etiketten. Die bedrucke ich immer gerne für Print and Cut. Was gibt es? Was ist das eigentlich? Ich glaube, das ist eine Tafel-Vinylfolie. Das heißt, die kann man mit Kreide beschreiben. Dann gibt es diese Wasserschiebefolie. Das ist eher schon wieder eine Effektfolie. Das heißt, die wird bedruckt, mit Plotter geschnitten und dann kann ich eben das auf Tassen aufschieben. Auch eine sehr coole Folie für Print and Cut. Das ist so ein Stickerpapier, das so holographisch ist.
haben auch sehr gute Sachen. Aber wie es halt immer ist, man hat so viele, dass man die Hälfte davon eigentlich gar nicht benutzt, weil man gar nicht mehr weiß, dass man sie hat. So geht es mir nämlich jetzt gerade, wenn ich mit euch das durchgucke. Stickerpapier zum Bedrucken. Dann haben wir hier Stickerpapier in Glänzen zum Bedrucken. Stickerpapier in Gold zum Bedrucken. Auch wieder hier Effektfolie, eher eine Magnetfolie, die ich mit dem Plotter schneiden und vorher bedrucken kann. Glitzernde Folie, die ich bedrucken und mit dem Plotter schneiden kann. Also es gibt hier, das ist auch was sehr Beliebtes, eine Vinylfolie, die man bedruckt und dann freirubbeln kann. Ein Kraftpapier, das klebt, das man bedrucken kann. Also es gibt so ziemlich alles in der Variante oder in den Möglichkeiten, die man irgendwie gerade in Richtung Print und Cut geht da jede Menge. Dann habe ich hier auch noch ein Holz, das man schneiden kann, so ein ganz dünnes. Was ich liebe, ist eben Tattoofolie in allen Formen und Farben. Hier auch nochmal, das ist so eine Tafelfolie, das heißt, die schneidet man und kann danach dann mit Kreidestiften drauf rummalen. Die habe ich mal wegen der Messe mitgenommen. Dann gibt es hier Prägemetall, also jede Menge Zeug, was man braucht oder auch nicht. Effektfolien können beispielsweise sein. Habe ich hier irgendwo eine Lampe? Ein Lampenlicht. Ein Lampenlicht, ein Lampenlicht. Die Hälfte von meiner Lampe leuchtet gerade nicht so wirklich. Seht ihr das? Das ist durch die vielen Lichter hier ein bisschen schwierig. Aber das streut das Licht. Das heißt, sowas wird zum Beispiel gerne. Ich habe es doch gerade schön gesehen. Das ist durch die. Da, das streut. Also da gibt es verschiedene davon. Da gibt es welche, die machen Kreise. Da gibt es welche davon, die glimmern. Also Glimmereffektfolie, Sterneffektfolie. Alles Mögliche. Das sind Folien, die werden benutzt. Beispielsweise bei so einem Gläschen. Die werden dann da reingestellt. Dementsprechend kann man das dann auch besser sehen. So, ne, da ist es so. Und wenn man dann ein Teelicht oder eine Lichterkette, die hier noch an ist, wie viele Lichterketten sind denn an dieser Lichterkette dran? So, um das Ganze zu streuen. Das ist sehr, sehr cool, gerade wenn man, so wie ich, gerne mit Gurkengläsern arbeitet. Ich bin ein riesen Gurkengläser-Fan und nicht möchte, dass man sieht, was drin ist, sind solche Folien super. Kann man mit dem Plotter schneiden, bringen aber eigentlich an sich, kann man auch mit einer Schere schneiden. Aber das ist so eine Effektfolie. Eben auch die ist statisch, das heißt, die wird, kann man mit dem Plotter schneiden, mit Vinylfolie bekleben, ans Fenster machen und wenn dann die Sonne reinscheint, dann gibt es so einen Streueffekt. Sehr, sehr cool. Dann eine für mich ganz wichtige und wirklich sehr, sehr schöne Effektfolie. Da gibt es auch zwei Varianten, um uns wirklich voll zu verwirren. Das sind die Veredelungsfolien. Veredelungsfolien gibt es zwei Varianten. Ich habe sie deswegen auch in zwei verschiedenen Körbchen drin. Einmal die Veredelungsfolien für die T-Shirts, also alles, was eben mit Hitze schon aufgebracht worden ist. Das heißt, ich mache erst beispielsweise eine schwarze Flex drauf, dann wird das Ganze richtig schön mit 200 Grad, wird dann am Stück dieses Ding draufgelegt. Beispielsweise, ich mache mir da jetzt ein schwarzes Flex-S-Herz drauf. Und im zweiten Schritt lege ich auf dieses schwarze Flex-S-Herz dieses komplette Stück, gehe mit 200 Grad drauf, 40 Sekunden, und ziehe das dann kalt ab. Danach ist das Herz, fehlt das Herz hier und die Glitterpartikel hängen dann auf der Flex-S. Es sieht super cool aus, vor allem weil es halt auch schön dünn ist, wäscht sich aber raus. Dafür gibt es jetzt mittlerweile Folien, die CatCut Adhesive, die für diese Veredelungsfolien im Hitzebereich gemacht sind. Gibt es echt auch coole Sachen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, fällt mir gerade ein. Muss ich auch unbedingt mal wieder machen. Da müsst ihr eben aufpassen, weil die braucht einen Untergrund, an dem sie haften kann. Das heißt, am T-Shirt bleibt die auch nicht kleben. Würde ich das Ganze mit dieser Folie, Folie Nummer 2, die ich euch jetzt zeige, machen, hätte ich ein Rechteck auf meinem T-Shirt gehabt, weil diese Folie ist komplett hitzeaktivierend. Das heißt,
Wenn da jetzt ein Bügeleisen draufkommt, ist der Bügeleisenabdruck auf dem Untergrund. Das ist die Veredelungsfolie, die mit dem Vollquill beispielsweise benutzt wird. Deswegen nehmen wir ja auch den Vollquill, also dieses kleine Gerätchen hier, das wird in den Plotter eingespannt, beispielsweise auf einer Karte, und das Ding wird warm. Und das fährt auf dieser Folie, unten drunter ist eine Karte, umher, macht ein Muster, und genau da, wo die Hitze aufgetroffen ist, ist das Ganze dann auf der Karte. Da geht das nächste Büchlein drüber. Sehr, sehr cooler Effekt, weil man halt einfach sehr feine, besondere Sachen machen kann, aber auch wieder nicht nur auf Pappe, sondern eben auch auf Acrylschalen beispielsweise. Also von daher auch wieder ein Thema für sich, sehr, sehr cool. Was im Moment bei mir gerade ganz offen ist, das Thema, oder ganz gefragt wieder, ist Schrumpffolie, ist auch so eine Sondereffektfolie. Die wird geschnitten mit dem Plotter und dann im Backofen gebacken. Und die war mal so groß und wir dann so klein schrumpfen, ne, schrumpfende Folie. Da habe ich auch diese tollen Anhängerchen gemacht. Die liegen hier, weil ich sie auf die Messe nehme. Hier sieht es doch schon toll aus. Die Büchlein habe ich immer hier, weil die veredel ich total gerne. Mit dem Plotter, mit Flexfolie, mit Vinylfolie, mit allem, was ich so habe. Und da wir ja am Aufräumen sind, räumen wir fertig auf. Meine Matte, die ich hier immer habe, die Schneidematten, denke ich mir mit. Ach, guck mal, so groß waren die vorher. Die Büroklammern. Und dann wurden sie so klein. So, ich hänge mir meine Schneidematten mit Schuhklipsen auf. Ich habe hier mir hinten dran, das sind übrigens zwei ganz günstige Weinkisten, eingesprüht, zusammengeschraubt. Das habe ich gemacht, die sind aufgehängt, die brauche ich nicht mehr. Die räume ich in den Schrank. Das tun wir weg. Und schon ist alles wieder ein bisschen aufgeräumt. Ich habe euch mitgenommen, habe mit Sicherheit jede Menge Sonderfolien vergessen. Das ist einfach so, weil es so viele gibt und so viele neue immer wieder dazukommen. Und wichtig ist mit eurem Plotter, ihr könnt Sachen schneiden, die da reinpassen, unter diesen Schlitzen durch. Und der Rest ist ausprobieren. Selber mal die Schnitttiefe verändern. Ihr dürft nur nicht zu tief schneiden, weil ihr müsst euch das vorstellen, wie bei einem, ich finde diese Messer sehr, sehr interessant, die Buttermesser, also die ganz normalen Messer-Dings. Die Messer, die wir so haben, sind ja meistens nur zur Hälfte geschliffen und der hintere Teil ist stumpf. Na, also da ist ja nichts, ist ja nur vorne der Teil. Und manchmal nehmen die Leute eine zu tiefe Messertiefe. Das heißt, der Teil, der spitz ist, steckt in der Matte und macht da diese wunderbaren Linien rein. Und der Teil, der scharf ist, ist also quasi überhaupt nicht am Papier, an der Folie und sonstigem. Und es gibt unheimlich hässliche Schnittkanten. Von daher nicht zu tief, lieber leicht anfangen, nicht entladen, einfach mal eine Folie nehmen, die repräsentativ ist und dann sich so ein bisschen rantasten. Wichtig ist, ich sage immer, das ist so, stellt euch vor, das wäre eine Ananas und ich habe ein Messer, das 10er Tiefe hat. Wenn ich aber nicht drücke, komme ich in die Ananas nicht rein. Von daher ist der Druck natürlich auch wichtig. Ne? Also je mehr ich drücke, umso tiefer komme ich in die Ananas rein. Also unterschätzt den Druck nicht. Ihr müsst manchmal beim Messer gar nichts machen oder gar keine Veränderung machen, sondern einfach den Druck mal ein bisschen erhöhen. Beispielsweise, wenn mein Messer älter wird, erhöhe ich dann den Druck und dann funktioniert es auch wieder. Was ich euch aber noch ganz wichtig sagen möchte, eben das Papier fehlt ja noch so ein bisschen, ist aber jetzt keine Folie. Und Papier ist auch so eine Sache, was aber auch repräsentativ ist für die Folien. Miriam von miriamkreativ.de und die Steffi können es euch bestätigen, Papier ist, auch wenn es die gleiche Marke ist und der gleiche Name, nicht immer gleich. Rotes Papier oder grünes Papier braucht manchmal eine andere Schnitteinstellung als weißes beispielsweise. Liegt an den Fasern, liegt an der Farbe, liegt an der Färbung, an der Struktur, obwohl es vermeintlich das gleiche ist. Also es kann auch wirklich sein, dass eure Vinylfolie in Rot ein bisschen mehr Druck braucht als die Vinylfolie in Weiß. Das ist durch die Produktion halt auch einfach. Deswegen geht nicht immer nur stoisch nach den Einstellungen, die ihr gelesen habt, sondern orientiert euch an den Einstellungen, die euch vorgegeben werden und dann passt sie euch und euren Gegebenheiten einfach an.
Vielen Dank fürs Aufräumen, fürs Zuschauen beim Aufräumen. Wir haben den großen Bereich der hitzeaktivierenden Flexfolien, Turbofolien, Flex-S, was auch immer, so ein bisschen uns angeguckt. Es gibt natürlich bestimmt noch wesentlich mehr. Dann haben wir uns angeguckt, was klebt, Vinylfolie, was gibt es für Sonderfolien, was kann ich bedrucken und schneiden. Einfach nur mal, um den Horizont so ein bisschen zu erweitern und zu sehen, was alles geht. Und dann einfach jetzt nochmal über die Sondereffektfolien, die wir so ein bisschen als Zuarbeit nutzen können, wo es natürlich auch noch wesentlich mehr gibt. Und Papier, bei Papier ist es halt so, das ist der große Unterschied zu den Flex und, Flexfolien und Vinylfolien. Papier wollen wir durchschneiden. Wenn wir Papier schneiden, ist unsere Matte angeritzt. Ist einfach so, muss ja so sein, weil wir müssen ja auch durchgehen. Von daher ist das so ein bisschen ein Unterschied. Ansonsten vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze so ein bisschen aufsplitten. Ihr habt mal so einen leichten Übersicht gesehen und wisst jetzt auch, warum man da so schön eskalieren kann, weil man kann das ja untereinander wieder kombinieren und eigentlich auch das, was mehr kleben kann, auch bügeln. Von daher, gern geschehen. Ganz liebe Grüße, die Eva.